Dani Büchner, erste Details zur eigenen RTL2-Show enthüllt. Diese Büchners, Familientrubel unter Palmen gewährt einen seltenen Einblick in das turbulente Leben von Dani Büchner und ihren Kindern unter der Sonne Mallorcas. Dani Büchner startet mit eigener Doku-Soap bei RTL2. Auf diesen News haben die Follower von Dani Büchner, 46, gewartet. Nachdem die Auswanderin im Februar verkündet hat, nach rund 9 Jahren bei Goodbye Deutschland auszusteigen, verriet sie wenig später, was der Grund für ihr Aus ist. Dani Büchner und ihre Kinder bekommen eine eigene Doku-Soap. Wie der Sender RTL 2 am Montag, den 25. März, verkündete, wird bald die Sendung diese Büchners, Familientrubel unter Palmen starten. Promi-Auswanderergeschichten sind besonders beliebt. Der Titel erinnert stark an die beliebte Reality-Sendung dieser Ochsenknechts vom Streamingdienst Wow. In der Natascha Ochsenknecht, 59, und ihre Kinder in ihrem Alltag begleitet werden. Gut möglich, dass sich auch diese Büchners an diesem Konzept orientieren. Zudem hat der Sender bereits einige erfolgreiche Doku-Soaps über das Leben von Promi-Auswanderern herausgebracht. Allen voran Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca, Davina Enschneier, We Love Monaco. Die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben oder das Türkei-Abenteuer in die Wollnis, eine schrecklich große Familie. In diese Büchners bekommen Dani, Gio Elina, Jada und Co. nun endlich die volle Aufmerksamkeit der Zuschauer. In ihrer Instagram-Story brach Dani Büchner kurz nach der Verkündung sogar in Tränen aus. Es ist offiziell. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, wie dankbar ich bin für diese Chance. Mir kommen auch gleich die Tränen. Es ist für uns alle noch so unreal, wir freuen uns wirklich sehr und sind sehr gespannt. Das ist ein großer Meilenstein, den ich meinen engen Menschen um mich herum zu verdanken habe, die immer an uns geglaubt haben, erklärt sie mit zitternder Stimme. Am 25. September startet Danis Show mit 4 Folgen. Anfang September gab RTL 2 dann auch endlich weitere Details preis, so soll diese Büchners, Familientrubel unter Palmen am 25. September starten. In insgesamt 4 Folgen soll es Dani selbst, ihre Kinder und natürlich um das kunterbunte Leben auf Mallorca gehen. Wie es dazu kam. Gegenüber Bild verriet die Ex-Dschungelkamperin, Ende 2023 tagte der Familienrat. Wir haben uns gesagt, es passiert gerade so viel, Jada und Gio Elina haben ihre ersten eigenen Formate gedreht, es wäre eine eigene Show wert. Die Idee haben wir weiter gesponnen. Und RTL 2 fand die Idee offenbar gut. Dani erklärt, das hat den richtigen Leuten an den entsprechenden Positionen gut gefallen und dann ging alles ganz schnell. RTL 2 hat uns von Anfang an ein tolles Gefühl gegeben. Außerdem verriet Dani, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen. Mein Familienleben konnte noch nie so detailliert und nah erzählt werden. Für uns ist es eines der emotionalsten Projekte, man sieht, warum wer wie tickt oder zickt. Da knallt es mal, es wird laut oder es fließen Tränen. Der Zuschauer sitzt quasi mit uns am Frühstückstisch. Verwendete Quellen, RTL 2, Instagram.